So, da haben wir erinnert, schaut, da haben wir das Fleckl da, reißen wir wieder was auf. Die Bissen beim Hansen nicht. Also wieder nichts falsch genommen hat der Käfer. Ja, ist einfach ein Profi. Kannst sagen, was du hast. Der Käfer ist ein Profi. Ja, sieht die Baum, die wir rausgehen. Aus, die war die anderen, das Wasser weggezeugt und so weiter. Das sieht er und die holt er sich. Also, ich sehe den Käfer, ich sag's euch ehrlich, als Mitarbeiter. Als Mitarbeiter. Er treibt halt gescheit an. Aber die Ohren schimpfen, weil der Chef keine gescheite Arbeit herbringt. Ja? Und die anderen sagen, oh, der Chef, mein Chef ist so streng, das ist nichts Gescheites. Mein Chef ist der Borkenkäfer. Und ich beschwere mich nicht, weil ich bin froh, wenn ich Arbeit habe. Ne? Aber natürlich ist scheiße, nehmen wir nichts weg. Nehmt er uns die Feuchten. Aber wie gesagt, die robusten Feuchten überleben. Habe ich schon gesehen. Ist so. Die robusten, die guten Bäume bleiben stehen. Kann der Käfer machen, was er will. Und das Klump nimmt er. Schaut euch den an, den grumpen Hund, den wir da jetzt angeschnitten haben. Schauen wir uns so. Der ist ja drinnen gerade. Also, im Prinzip meint man, super Baum. Jetzt schaust du aber an. Du hast vergessen. Ich sag's euch. Ja. Im Prinzip ist er kernfahrlich. Ja. Da. Ja. Kernfahrlich. Ist so. Das heißt, wenn ich den jetzt noch länger still lasse, wäre er kernfahrlich, dann wäre er nur weniger wert. Schneidest du um, dann musst du 4 Meter weg, da, bis dass du mal zu einem gescheiten Holz kommst und dann hast du keinen Erdstamm mehr. Dann ist er nichts mehr wert, auf gut Deutsch gesagt. Der Erdstamm ist einfach am meisten wert. Ne? Und da bin ich jetzt auch schon, ich habe jetzt zwar da was weggeschnitten, ein Händbrot, aber ist alleweil noch volles Ding. Aber jetzt kann ich schon liefern, weißt du schon. Jetzt kann ich schon liefern. So. So, da haben wir halt jetzt hier raus. Und da, das ist eine Föhre, da ist auch der Käfer drin. Kiefer. Oh, die schwachen Kiefer. Siehst du das? Die schwachen Kiefer. Die schwachen Kiefer packt er auch. Gar kein Ding mehr. Warum soll er so auslaufen? Ne? Dass du die so schaust. Sieht man es? Ja, sieht man wahrscheinlich schon. Ja, Kiefer. So, den machen wir jetzt dahin. Da haben wir da diese Gasse bringen. We'll be right back.
ich bin wieder mit meinem Schlagschrauber Karl unterwegs. Mittlerweile möchte ich ihn nicht mehr missen. Nein, wirklich nicht. Eine tolle Sache. Und ich habe eine Verbesserung. Und zwar, schau, das ist mein Schlagschrauber. Der für einen 50er. Ich habe ihn in der Videobeschreibung schon mehrmals verlinkt. Finde ich gut. Nehme ich alle mal noch her. So schaut er aus. Schaut es euch an. In Forstterrassen. Aber ich habe herausgefunden, dass die Akkus, die bei mir mitgeliefert werden, das ist der größte Schrott. Ja, meistens sind Akkus aus Stereo-Gerät, darum ist das Gerät so billig. Für 50er. Aber hau ich den Akku rein. Makita-Akku. Der druckt, Bruder, der hat hier. Das heißt, Gerät kaufen 55er, ein paar Akkus von Makita, top Ausrüstung. Ja, die anderen Akkus, die drucken gar nichts mehr. Der ist dann irgendwie dann halt der Softguard, dann druckt er nicht mehr. Dann stoppt er, leider so Krampf. Aber die Kombination top. Ich hab's euch nur mal in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt sehen wir es oben. Über den Berg. Echte Hanglage, ich kann es dir davon. Auslassen, tut gleich auslassen. Come on.